Geht der geht da unten lang. Der geht. Wo lang? Da lang. Oh, verdreht er sich nicht? Wow, das war knapp. Oh, geh! Ja, im Schatten sieht man dich nicht. Ich dachte, ich habe gesehen, bevor ich im Schatten war. Hier ist eine Truhe. Ah! Oh. Ist das etwa eine Anspielung auf Metal Gear Solid? Wirklich, Meta? Was macht ihr denn da? Sagt bloß nicht, ihr glaubt tatsächlich, dass ihr an den Wachen vorbeikommt, indem ihr euch unter dieser Kiste versteckt. Manchmal frage ich mich, wie ihr auf solche Schnapsideen kommt. Also gut, wenn ihr darauf besteht, versuche es nur. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ja, Snake. Zack, 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 zack. Okay. Es geht tatsächlich nicht. Warum ging das jetzt? Weil die Entfernung passt, ne? Okay. Hat er gerade gestochen? Ach, die sind am Trainieren, ne? Snake? Snake? Snake! Wir sind in der Kiste. Uns kann keiner was. Zack, Speicherpunkt. Wir sollten den hinterhergehen. Das halte ich für eine gute Idee. Da komme ich nicht vorbei, oder? Oder kommen die anderen links runter dann? Ach, da schläft einer. Nein, die dürfen mich nicht berühren. Nein, wo komme ich denn zurück? Nein. Nein. Okay. Immer schön vorbei. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, wäre es besser gewesen, sie nach mir zu benennen. Hoppala. Wo ich das ganze Gold sehe. Okay, wir sind... Zack. Was ist mit dir, Junge? Wird euch die Umgebung langsam vertraut? Manchmal werden die Türen offen gelassen, aber das hat nichts zu bedeuten. Ohne die Parole gibt es kein Entkommen. Ich hatte den perfekten Plan. Ich habe mir den Grundriss des Gefängnisses auf dem Rücken tätowieren lassen. Aber weil ich keine Spiegel hatte, konnte ich ihn nicht sehen. Zeig ihn mir doch. Wieso? Dann dreh dich mal um. Mach dich nackig für mich. Okay, es geht weiter. Na, fucking. Okay. Okay. Alles ist gut. Der dreht sich wieder, das wusste ich nicht. Hier braucht man die Parole. Na gut, ich gebe es zu. Ihr hattet recht, was die Kiste angeht. Am Ende war die Idee doch gut. Aber wie konnte ich wissen, dass diese Soldaten dermaßen fiktiv... Nein, das ist nicht das Wort, nach dem ich suchte. Dermaßen außerstande wären, eine Kiste zu bemerken, die sich direkt vor ihrer Nase bewegt. Wie auch immer. Gute Arbeit. Hoffen wir, dass das nächste Stockwerk auch so einfach wird. Ich will die Kiste mitnehmen. Zack, speichern. Nee, da kann ich nicht runter. Das heißt, wir gehen hier hoch. Da. Wie ging dieses Lied doch gleich? Hm. Ach ja. Ritter Robert bricht auf gen Westen. Ritter Robert gehört zu den Besten. Das Ende weiß ich nicht mehr. Das ist die Parole.
Ritter Robert bricht auf. Den besten Ritter Robert gehört zum besten. Schatten, Schatten, Schatten! Bei Snake. Da ist noch einer. Was sagt er? Die Magie verwendeten ein ein uraltes Zahlensystem, bei dem der Buchstabe 0, nee, C, der Buchstabe 0, der Buchstabe C für 100 steht. Also das Römische. Puh. Aber nee, Römisch war M100, ne? Noch eine Meile. Wenn ich nur die ganzen Parolen wüsste, müsste ich... Oder L. Ich kenne das römische System nicht mehr. Müsste ich hier nicht graben. Ich weiß nur, dass das Wort Brokkoli darin vorkommt. Brokkoli kommt auch drin vor. Müsste ich mir das langsam aufschreiben? Oder kann ich mir das merken? Ich dachte C. Ist C doch 100? Oh, das... Nein, 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 nein! Schnell durch. Hat gepasst. Doch, ist C 100? Hey, Meta. Hier riecht es viel besser. Und etwas sauberer ist es hier auch. Ich bin sicher, dass wir uns dem Ausgang nähern. Übrigens, was ist mit der Parole? Vielleicht wissen die anderen Gefangenen mehr. Kannst du nicht. Sharks, du bist richtig gemein. Ach, L war 50. Was war denn dann M? 500? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Das ist voll lustig. M ist 1000. 1000 ist es, okay. Boah, ich hab... Wann braucht man das nochmal? Das Einzige ist bei Spielen, wo du das brauchst. Aber da ist dann bis X das Höchste. Also bis 10. Dann braucht man das schon mal höher. Jeder kennt den letzten Teil der Parole. Jeder kennt den letzten Teil der Parole. Okay, dann sag es mir doch. Wer durch diese Tür will, muss die Parole kennen. Ja. Welches Gemüse lieben meine Kinder besonders? Brokkoli. Ritter Robert in dem Lied gehört zu den Besten. Wenn ich bis CIV zähle, erhalte ich 104. Welches Schicksal wählt ihr? Das weiß ich nicht. Liebe, Hunger, siebter Sinn. Die Parole stimmt nicht. Einer der Gefangenen versucht auszubrechen. Was war denn die letzte? Die letzte Parole kennt jeder. Ist das ein Hinweis? Brokkoli zu den Besten. 104. Schicksal kennt jeder. Hunger. Nee? Hä? Wieder da mit Pizzaburger. Pizzaburger sind super. Jeder kennt den letzten Teil der Parole. Jeder. Nee, ich weiß es nicht. Ich muss es ausprobieren. Liebe. Liebe, Tod. Tod kennt man ja nicht. Wenn man tot ist, dann ist es vorbei. Die Erfahrung kann man nicht machen. Es ist echt der Tod? Ich verstehe das nicht. Warum? Ja, egal. Brokkoli. Tod hätte ich nicht gedacht. Welches Schicksal wählt ihr? Tod. Und du guckst noch nicht mehr, wer da kommt. Rechts oder links? Rechts natürlich. Weil jeder irgendwann stirbt?
Ja, aber der eine sagt, die Parole kennt jeder. Also kennen kann ich den Tod ja nicht, weil wenn ich tot bin, ist es vorbei. Das war mein Gedanke, warum ich es nicht gewählt habe. Gott, wie dumm sind die? Speicherpunkt! Piep! Ah, da geht's nicht lang. Ah! Ja, ist okay. Packt eure Pfeife wieder ein von Titanic. Wieso bewegt er sich nicht weiter? Muss ich unten lang? So sieht's fast aus. Okay. Gespeichert. Rechts kann ich nicht lang, links auch nicht. Das heißt, ich muss hier hoch. Geh du ruhig weiter. Dann müssen wir hier lang. Ruhen wir uns mal gerade aus. Der geht nicht. Was haben wir hier unten? Okay, was haben wir oben? Ausgang? Will ich doch weiter unten lang? Was ist das? Eine Truhe auf jeden Fall. Ein altes Schwert. Hoffen wir, dass es nicht gleich beim ersten Schlag zerbricht. Ich habe ihn getötet. Okay, da geht's raus. Lass uns nochmal gerade zurückgehen. Jack, Jack, Jack. Hat es einer verstanden? Ah, ich kann nicht mehr zurück. Ach, fuck. Was war denn da unten noch? Geht das schon wieder los mit diesen Spielen, dass man nicht weiter darf? Das heißt, ich bin aus dem Gefängnis entkommen. Meta zerbricht gerne Herzen. Definitiv. Oh, wir sind... Oh, auf dem Schlachtfeld. Hi, Shigos. Meta zerbricht gerne Herzen. Wurde da sowas getweetet vielleicht? Nein. War das wieder ein Shigos-Spruch? Khajiit und Dej, vielen Dank für den Retweet. Schnurrbart mir das, Miss. Das nennst du ernsthaft Schnurrbart? Sehr schön. Das ist echt ein ziemlicher Vollbart. Der ist doch aufgeklebt. Alles fluffig und weich. Puh. Wir sind ausgebrochen, die Tüte und ich. Jetzt sind wir Gladiatoren. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Und hier wären unsere ersten Herausforderer. Wer? Dieser Hampelmann? Na los, nur keine falsche Bescheidenheit. Vortreten bitte. Okay. Willkommen im großen Kolosseum. Tag für Tag treten hier die mächtigsten Gladiatoren gegen wilde Bestien. Bitte lasst euch nieder, während ich die Kontrahenten vorstelle. Wie gesagt, zu meiner Linken präsentiere ich heute ein paar sehr junge, doch nicht minder starke Gladiatoren. Voller jugendlichem Elan und mit unglaublichem Potenzial. Begrüßt mit mir. Wie heißt ihr doch gleich? Verratet nicht euren wirklichen Namen. Das könnt ihr Ärger geben. Eure Namen bitte. Super Morio Mega Klink. Klink ist echt der Name. Solid Snail. Wonder Woman. Dexterminator. Ich lasse euch entscheiden. Was von diesen fünf soll ich nehmen? Da kann ich derzeit ein bisschen was trinken. Wenn ich den Kesidan das nächste Mal sehe, hacke ich ihm die Hoden ab. Wenn das kein Drama ist, dann weiß ich auch nicht. Solid Snail. Wird gestimmt. Also nur eine Person. Dex. Super Morio.
Gibt's noch einen doppelten?